So, herzlich willkommen zurück zu Hollow Knight. In einer neuen Folge, nach einer relativ langen Pause, wie angekündigt, kommt Hollow Knight jetzt im Wechsel mit Battle for Westnode, damit ich ein bisschen mehr Zeit habe, die Folgen für Westnode zu produzieren, weil das Ganze ja mehr Zeit braucht. Hatte ich ja schon angekündigt in dem einen Video, das mittlerweile hoffentlich dann auch da gewesen sein sollte, wenn ich alles richtig gemacht habe. So, aber ich denke, ich bin zu Anfang erstmal eine kleine Erklärung schuldig, warum überhaupt Hollow Knight pausiert hat, beziehungsweise plötzlich nicht mehr kam. Ich glaube, da habe ich nämlich nichts zu gesagt, aber es wird auch nicht nachgefragt, also ja, hätte ich vielleicht was sagen sollen zu. Ne, und zwar auf jeden Fall, ich hatte auch schon weitere Folgen aufgenommen. Allerdings konnte ich die da nicht hochladen, denn aus eigener Unfähigkeit habe ich in OBS etwas falsch eingestellt gehabt, so dass ich keine Tonspur hatte. Weder meine Voice noch Spielaudio waren drauf. Und ich habe irgendwie vier, fünf Folgen hatte ich am Stück aufgenommen und die waren halt alle ohne Ton. Und das ist dann doch eher suboptimal, wollte ich sagen. Und das Problem ist, ich kann ja auch nicht zu einem alten Spielstand zurück. Und deswegen befinden wir uns hier. Kann ich das zeigen? Nein, kann ich nicht zeigen. Befinden wir uns hier in einem neuen Spielstand. Ich habe bis zu dem Punkt gespielt, wo wir in der aktuellsten Folge waren. Ungefähr. Es wird ein paar Sachen werden anders sein. Wir haben auf jeden Fall unseren Traumnagel. Außerdem, wichtig ist, ich bin auf Controller umgestiegen. Ich habe, um hier hinzukommen, ungefähr halb so lange gebraucht wie fürs LP. Weil ich bin, glaube ich, nur drei, viermal oder so gestorben an verschiedenen Bossen oder diesen dämlichen Quallen. Ja, ich spiele jetzt mit Controller, weil ich dachte mir, ach komm, probierst du mal ein bisschen aus, wie sich das Spiel eigentlich mit Controller spielt und er spielt sich ziemlich gut, wesentlich besser als mit Tastatur. Und ich habe zum Beispiel, ja, ich wollte nicht mit dir reden, sorry. Ich habe zum Beispiel rausgefunden, man kann nach oben, nach rechts und nach links schlagen und auch nach unten. Das wusste ich nicht. Ich weiß nicht, warum ich das mit Maus und Tastatur nie ausprobiert habe. Aber das eröffnet ganz neue Möglichkeiten und macht das Kämpfen wesentlich angenehmer. Hätte ich vielleicht mal ausprobieren sollen, keine Ahnung, jetzt Runde. Folge 12 oder was das ist, lerne ich endlich, dass ich in verschiedene Richtungen schlagen kann. Ist mir ein bisschen peinlich. So, aber auf jeden Fall. Ich habe auch eine Sache rausgefunden. Ich weiß ganz genau, wo wir jetzt hingehen. Wir haben uns hier letztes Mal den Traumnagel geholt und eigentlich könnten wir jetzt dieses Kristallgebiet weiter erkunden. Aber. Eigentlich, ich habe mir ja das Geld für diese Lampe gefarmt, um ins Kristallgebiet reinzukommen. Das wäre aber eigentlich gar nicht nötig gewesen, denn, ups, denn wenn wir zurück zur, müsste Station der Königin sein, gehen. Da waren ja dieses Pilzgebiet. Und wie gesagt, es kann sein, dass ein paar Sachen anders sind als vorher. Ich habe ausgerüstet übrigens den Kompass, weil ich den einfach brauche. Und den robusten Panzer. Wir haben zwar noch einen Block frei, aber ich kann hier sonst nichts ausrüsten. Den Traumschild würde ich gerne mal ausprobieren. Beziehungsweise, warte, eigentlich können wir den doch, wenn ich den abrüste, haben wir drei Sockel frei. Dann probieren wir den Traumschild mal aus. Und der fliegt so um uns rum und fängt Zeug ab. Das könnte vielleicht ganz praktisch sein. Werden wir rausfinden. So, auf jeden Fall. Ich möchte zurück zum Pilzgebiet. Denn zusammen damit, dass ich jetzt nach unten schlagen kann, habe ich etwas mit diesen Pilzen, wo wir nicht weitergekommen sind, rausgefunden. Und der ein oder andere kann sich eventuell jetzt schon denken, was es ist. Ich fühle mich ein bisschen dumm. Ach komm. Lassen wir das Furzkissen in Ruhe. War ich hier unten schon? Weiß ich gerade gar nicht. Nee, ich glaube, hier unten war ich noch gar nicht. Bei Cornifer, den habe ich diesmal. Ah, genau, hier kann ich das nämlich schon mal zeigen. Denn
guckt euch das an. Wenn man auf den Pilzen jumpt und nach unten schlägt, dann bekommt man einen größeren Sprung. Hallo. Sehr starken Geruch und ich glaube, es ist noch viel schlimmer. Kann das sein? Ah doch, hier war ich. So, auf jeden Fall, dadurch, dass wir jetzt an diesen Pilzen höher springen können, können wir natürlich auch an Gebiete, an die wir zuvor nicht konnten, wie zum Beispiel hierhin. Okay, wir haben alles. Mich runter, gib mir mein Geo. So, ich bin hier gestern tatsächlich, also für euch wird es ein paar Tage länger her sein, aber für mich war es gestern, habe ich das alles auf einen Schlag nochmal gespielt. Und da habe ich auch sehr viel Freude wieder dran. Aua, was ist das gewesen? Ach, das war so ein Standardkäfer. Ich sollte nicht blindlings irgendwo reinspringen. Okay, da komme ich aber nicht hoch. Oder? Ist da irgendwas? Nee. Nee. Das bringt uns nichts. Da komme ich auch nicht weiter. Okay, hier ist schon mal relativ wenig. Ich habe so den Eindruck, wir werden irgendwann noch einen Walljump bekommen. Habe ich so im Gefühl. Ja. Nochmal wieder runterfallen. So, es gibt allerdings eine Stelle, an der ich unbedingt weiter möchte. Da liegt noch Geo. Sollte das nicht verschwinden eigentlich? Nope. Ich muss sagen, das funktioniert auch echt gut, wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat. Ich bin noch nicht weitergegangen. Ich habe das mit den Pilzen rausgefunden. Und mir dann gedacht so, oh, das ist ja interessant. So, wo müssen wir lang? Unten. Aua. Ich versuche gerade ein bisschen das Schild auszuprobieren. Ah, wenn ich mich heile, dreht es sich schneller. An den komme ich nicht dran. Wer bist du? Ah, okay, ihr wart die Explosionsdinger. Mir geht's lebenstechnisch auch gerade gar nicht mal mehr so gut. Ehrlich gesagt. Oh nein. Was ist das hier für eine Schale? Wir müssen ganz nach oben und ich werde auch auf der einen Bank da oben Pause machen. Uns einmal voll heilen und einen Speicherpunkt bekommen. Und hier sollten wir einfach nur schleunigst durch. So, hier bin ich überall schon gewesen. Ich erinnere mich auch so ein bisschen wieder an die Karte. Also ist gar nicht mal so schlecht, dass ich das... Oh, den könnten wir... Wow. Theoretisch besiegen. Ja, beruhig dich. Beruhig dich, mein Großer. Ich würde ihn gerne ohne, genau, Fernkampf besiegen. Jetzt müssten wir uns wieder voll heilen können. Perfekt. Ups. Das Schild macht auch Schaden. Das ist ganz gut. Das gefällt mir richtig. Richtig nice. So, da rechts müssten wir jetzt eigentlich weiter. Ich gehe aber hier hoch und hole mir die Bank. Ich hoffe, ich habe Wegnadeln, werde ich ein paar andere haben, glaube ich, als in der Folge. Entweder habe ich wenig... Ups. Entweder habe ich weniger oder ich habe mehr als vorher, weil also ganz genau kaufen... Ich wusste nicht mehr, welche ich hatte, aber ich will sowieso alle haben. So, hi. Du hast auch richtig, richtig interessante Sachen, die ich gerne kaufen würde. So, und irgendwo hattest du... Genau, mehr Geo finden.
Hier, 250, den hätte ich gerne. Weil mehr Geo gleich, ich kann mir mehr anderen Kram kaufen gleich, wir werden schneller, stärker. So, jetzt bloß nicht in die Soße fallen. Zack. Genau. Wir müssen zurück zu diesem Boden, der so wackelig war. Denn da standen ja auch so Pilze, über die ich hätte springen müssen, wo ich dann nicht weitergekommen bin. Und sagte, pass auf die Soße auf und jumpt genau rein. Ich muss mehr nach unten gucken. Wow. Nice Dodge. So, sind wir da? Ja, wir müssen so gut wie da sein. Hier ist unser Kollege irgendwo. Hallo. Ich habe mich nicht versteckt. Ah nein, mein Großer. Ich mag den. Der Große ist irgendwie nett. So. Hier oben war Geld. Das habe ich mir schon geholt. Da hatte ich das nämlich rausgefunden. Hier. Okay, und jetzt müssen wir es nur noch... Genau. Hier rüber schaffen. Perfekt. Dann vorsichtig runter. Die Wand geht nicht kaputt. So, ab hier kenne ich mich jetzt nicht mehr aus. Wir sind in neuem Gebiet. Da könnte man rüberspringen. Ich nehme erstmal den Weg, wo ich weiß, dass ich lang kann, ohne zu sterben. Warum muss hier alles explodieren? Wow. Geht's runter? Sie schon wieder? Will sie wieder kämpfen? Eine Bank fände ich ganz gut. Also nicht für Geld, sondern... Also das Konto habe ich mir übrigens auch gekauft, aber ich habe nichts eingezahlt. Okay, gehen wir erstmal hier rüber. So, ich glaube nämlich, wir könnten uns hier eine Abkürzung freischalten. Wir müssten ja eigentlich zur Station der Königin zurückkommen, hier lang. Ja, guck mal. Den Bereich haben wir eben von der anderen Seite gesehen. Und so schließt sich der Kreis. Aber wir kommen hier nicht hoch, ne? Doch, kommen wir. Aua. Auch wenn der Typ da nervt. Zack. Und wir haben einen kürzeren Weg zur Station der Königin. Sehr gut. Sollte mich mal heilen. So, und jetzt müssen wir hier hochklettern. Perfekt. Ich habe eine witzige Idee. Bäm. Ach, guck mal. Laufendes Geld. Nice. Ich habe übrigens aber auch immer noch nicht weiter verstanden, wer wir eigentlich genau sind. Okay, das Schild gefällt mir richtig gut. Und hier gibt's Geld. Jetzt haben wir sogar schon eigentlich genug für... Was passiert, wenn ich hier runterspringe? Ah. Komm wieder hier raus. Okay, das ist also quasi nur ein kleines Bonusgebiet gewesen. Wir folgen auch sofort unserer Nadeldame. Aber erstmal muss der Luftballon hier weg. Ah, okay, den hätte ich eigentlich gar nicht töten müssen. Wenig Zeit, mich umzugucken.
So, wo geht's lang? Da oben geht's lang, aber da kommen wir nicht hin, glaube ich. Nee, das können wir knicken. Aber hier unten geht's noch weiter. Es muss hier irgendwo noch eine Bank geben, ehrlich gesagt. Hier sind aufgespießte Masken. Und eine Heuschrecke. Du bist feindlich und du hast eine extrem hohe Range auf deine Angriffe. Ha. Skill-Move. So. Wir sind auf jeden Fall in einem Bereich, der nicht kartografiert ist. Oh, das Schild ist richtig geil. Ein Glück, dass wir das ausgerüstet haben. Das hat uns jetzt schon so häufig gerettet. Zack. Ah, das geht alles ganz gut. Ich hätte halt echt gerne einen Save Point. So, den Hit habe ich getankt. Zack, bumm. Reicht auch wieder, um mich voll zu heilen. Ich muss den Fernkampf häufiger benutzen. Triggern wir mal den hier. Genau. Und One-Shot. Was ist das? Ihr Wanderer, die den Tod sucht, willkommen. Mögen unsere Klauen euch zu einem schnellen Ende verhelfen. Ich will kein schnelles Ende finden. Er will auch kein langsames Ende finden. Eigentlich gar kein Ende finden. Geht weg. So, hier geht's runter. Es wird langsam echt Zeit für mal eine Sitzmöglichkeit. Das hätte böse ausgehen können. Hab nicht geguckt, was unter mir ist. So, wir müssen einen von diesen Viechern jetzt mal besiegen, ohne Schaden zu kriegen, damit ich wieder voll bin. Aua. Das ist das Gegenteil. Die hat mich zweimal getroffen. Jetzt habe ich sogar ein Leben weniger als vorher. Es ist schwer, denen auszuweichen. So, denen zum Glück nicht ganz so. Außerdem hat das Schild wieder gerade guten Treffer gemacht. Ich habe leider keine Ahnung mehr, was dieses Symbol war. Uah. Hört auf, außerhalb meiner Range zu bleiben. Na! Das war richtig knapp. Hilfe! Ich fall immer weiter runter hier. Danke, Schild. Bester Anhänger überhaupt. Könnte das ein Banksymbol sein? Sieht so ein bisschen danach aus, ne? Uns geht's echt nicht mehr gut. Eine Bank wäre das allerhöchste Eisenbahn. Ich würde gerne noch kommen wir hier überhaupt wieder hoch?
Ja, aber der Sprung ist echt. Ja, ich muss da weiter vorne ansetzen. Ich freue mich schon, wenn wir durch das Gebiet hier wieder häufiger durchlaufen dürfen. Hallo. Boah, die haben echt eine unglaubliche Reichweite. Ich gehe erstmal weiter nach unten, glaube ich. Obwohl, komm. Keine Feigheit vor dem Feind. Ich komme hier nicht wieder hoch, ne? Ich will die an die Kante locken. Okay, tot. Halleluja. Ich glaube aber, wir kriegen keine Seelenaufladung dafür, wenn wir die mit dem Schild töten. Ah, hier geht's irgendwo rein. Bitte keine Gegner. Irgendwas zum Sitzen. Nee, ich weiß nicht, ob ich den Sprung schaffe. Ich weiß nicht, ob ich den Sprung schaffe und das ist echt weit. Und die Typen hier sind respawned. Alter. Wo bin ich daran hängen geblieben? Nein, es ist so ein weiter Weg. Oh Gott. Und da unten wäre eine Bank gewesen. Wir waren so nah dran. Okay, Zeit zurückzulaufen. Den weiten, weiten, weiten Weg. Ich glaube, das ist auch das Letzte, was wir jetzt in dieser Folge noch machen. Uns zu dieser Bank durchschlagen. Wir haben da unten auf jeden Fall jetzt ein sehr großes Gebiet, das wir erkunden können. Und ich muss irgendwie lernen, gegen diese komischen Heuschrecken zu kämpfen. Weil die treffen mich ja echt jedes Mal. Wow. Das tat weh. Ei, ich bin nur auf der Durchreise. Will dich gar nicht beim Schlafen stören. Nee. Wenn man weiß, wie es geht, dann okay, hier ist unsere Nähnadelfreundin lang gelaufen. Okay, so. Durchrushen, wir haben es fast geschafft. Ja, das könnte gehen, was ich gerade gemacht habe. Also der Sprung ist auf jeden Fall recht knapp bemessen. So, wir müssten fast wieder da sein. Okay. Die stand richtig im Weg. Wow. Müsste der nicht hier irgendwo sein, mein Geist? Ah, da unten. Komm zu Papa. Halleluja, wir haben unsere 535 Geo zurück. Und eine Bank. Wir waren. Ah, das ärgert mich echt. Wir waren so Zentimeter davor. Da sitzt jemand und weint. Aber das muss auf die nächste Folge warten. So, Karte fertig aktualisiert. Mantisdorf. Und in der nächsten Folge versuchen wir zum Mantisdorf zu kommen, würde ich sagen. Und gucken mal, wer da am Heulen ist.
Aber wir haben ja auf jeden Fall recht viel zu tun noch. Und ich möchte auch rausfinden, wo unsere Nähnadelfreundin hingegangen ist. Denn irgendwas scheint die ja über uns zu wissen. Wenn sie sagt, hat irgendwas gesagt in Form von, was machst du, Seele hier unten und verschwinde und bla. Und dann muss sie ja wenigstens wissen, wer wir sind. Das wüsste ich nämlich langsam auch gerne. Aber ich würde sagen, das reicht für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, gibt es jetzt abwechselnd mit Westnote. Immer, wenn es an einem Tag Westnote gab, gibt es am nächsten Hollow Knight. Wenn es am Tag Hollow Knight gab, gibt es am nächsten Westnote. Und so weiter. Mir gefällt das Spiel echt gut. Wäre schade gewesen, wenn ich das nicht jetzt auch endlich zu Ende bringen würde. Und es ist deutlich angenehmer, mit Controller zu spielen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.